Hey Leute und willkommen zurück zu Lost Horizon. Und mein Siri ist gerade angegangen, weil ich Hey gesagt habe. Ich habe das Bim Bim im Hintergrund gehört. Das war sehr authentisch. Voll gut. Also, willkommen zurück zu Lost Horizon. Lost Horizon! Ich wollte Dennis' Auftritt ja nicht versauen. Danke, danke. Ja, gerne. Finde ich immer. So, Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Laden und gucken, dass der alte Mann seine Herztabletten kriegt. Okay, erstmal auf zum Bazar. Vor allem, dass ich... Hey, Leute und der Name der Dame gleich anhört, das wusste ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, vor allen Dingen auch, das ist nicht unbedingt ein ähnliches Sprachmuster, egal. Nein, oh, eine Färberei. Ja, lass uns unsere Sachen schwarz färben. Okay. Voll gothic und so. Oh, wie cool. Wir können. Aber voll gut. Ja. Reden wir erstmal mit dem Typ. Mit dem Färber. Hallo, darf ich kurz stören? Willkommen in meiner Färberei. Was führt dich hierher? Weiß ich nicht. Was färbst du denn? Was färbst du denn hier genau? Tücher und Kleider, Stoffe, Wolle, Felle, Leder. Einfach alles. Einfach Kinder. Alles. Wie werden denn diese leuchtenden Farben hergestellt? Das sind alles Naturfarben, die wir unter anderem aus Pflanzen, Früchten oder Mineralien gewinnen. Zum Beispiel wird das Rot dort aus eisenhaltigem Ton und das Grün hier aus verschiedenen Flechten hergestellt. Für manche Farben verwendet man auch tierische Bestandteile. So sind viele Blattlaus- und Schneckenarten sehr gute Farbstofflieferanten. Das Purpur dort stammt aus dem Drüsensekret einer Schnecke. Wolle nimmt diese Färbung besonders gut an und ich habe schon so manche prächtige, amethystfarbene Decke damit hergestellt. Nett. Dann kuschelt man sich also nachts in von Schneckenausscheidungen gefärbte Bettwäsche. Hm. Wenn du es so siehst, ja. Schön, schön. Lecker! Ich habe noch was anderes zu erledigen. Salam. 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 Bonjour. In den Bottichen sind Flüssigkeiten in allen möglichen Farben. Ich schmier mir die Farben lieber nicht an die Hände. Warum nicht? Oh, Fenden. Dann müssen wir bestimmt irgendwas färben. Bottich mit klarem Wasser. Ja, wahrscheinlich. Müssen dann irgendwas färben und das dann in dem klaren Wasser ausspülen. Okay. Nee, mit Sicherheit. Dann. Kamera Zoom. Reden erstmal mit dem Gemüsehändler. Sei gegrüßt, Fremder. Bei mir gibt es die frischesten und saftigsten Früchte weit und breit. In der Tat, dein Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Yay! Empfehl mir mal was. Kannst du mir irgendwas Besonderes empfehlen? Diese saftigen Feigen habe ich eben erst bekommen und die Datteln sind auch ganz frisch. Oh, nein, danke. Ist beides nicht so ganz mein Fall. Was kosten denn zum Beispiel diese Orangen hier? 10 Francs das Pfund. Potztausend. Ein stolzer Preis. Und die Ananas dort? 8 Francs das Stück. Meine Güte. Wie lange muss ich denn handeln, um auf einen erschwinglichen Preis zu kommen? Ich habe da leider keinen Spielraum nach unten. Die Früchte, die ich hier verkaufe, wachsen nicht in unserer Gegend. Sie werden auf langen Karawanenrouten von der Küste hierher gebracht. Das treibt die Preise natürlich nach oben, wie du dir denken kannst. Wenn du nicht so gut bei Kasse bist, dann komm doch heute Abend wieder. Bevor ich meinen Laden schließe, verkaufe ich die alten Früchte zum halben Preis. Bis zum Abend wollte ich eigentlich nicht in der Stadt bleiben. Jetzt schon. Dann tut es mir leid. Ich hab nun mal nichts zu verschenken. Tja, wer hat das schon? Alles klar, bis später. Danke. Salam. Im Moment bin ich wunschlos glücklich. Salam, besuch mich doch bei Gelegenheit mal wieder. Woher wusstest du das? Stand des Hütchenspielers. Oh. Ja, Hütchenspiele! Wir machen den pleite. Ja, ich glaube eher, der verarscht uns. Ja, Lust auf ein Spielchen? Mit 25 Francs kannst du einsteigen. Leider fehlt's mir am nötigen Startkapital. Kann ich auch mit weniger Einsatz spielen? Der Mindesteinsatz beträgt 25 Francs. Tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln. So viel habe ich im Moment nicht bei mir. Was nicht ist, kann ja noch werden. Komm wieder, wenn du genügend Geld aufgetrieben hast. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, um an die 200 Francs für die Kaution zu kommen. Ich brauche aber erstmal etwas Geld für den Einsatz. Erstens das und zweitens, wie gesagt, ich denke mal, der wird uns verarschen. Töpferei oder Textilhändler? Textile. Okay.
Klamotten. Assalamu alaikum, mein Freund. Komm und schau dir meine Waren aus der Nähe an. Diesseits des Atlas wirst du nirgendwo bessere Stoffe finden. Was hast du denn anzubieten? Du bekommst bei mir perfekt geschneiderte Djellabas. Ich habe fast alle Größen und viele Farben vorrätig. Djellabas? Das sind die traditionellen Gewänder der Berber, die du hier vor dir siehst, mein Freund. Djellabas trägt man überall in Nordafrika. Gut zu wissen. Ah, okay. Dann müssen wir uns wahrscheinlich dann irgendwann verkleiden, sozusagen, damit wir hier nicht so als Touri auffallen. Was kostet so eine Djellaba? Über den Preis reden wir später, mein Freund. Studiere mein reichhaltiges Angebot doch erst einmal genauer. Fühle die Struktur der Stoffe und probier vielleicht auch etwas an. Erst dann erkennst du, welch außergewöhnliche Qualität ich hier feilbiete. Aha, was soll's jetzt kosten? Versteh das bitte nicht falsch, aber im Moment interessiert mich der Preis etwas mehr als die Qualität des Stoffes. Nun, bevor ich dir einen Preis nenne, solltest du wissen, dass ich nur die edelsten Stoffe verarbeite. Du wirst diesseits des Atlas keine besseren Textilien das finden. Das erwähntest du bereits. Ja, das erwähntest du bereits. Was soll eine Djellaba denn nun kosten? Ich sehe, du bist kein Freund langer Diskussionen, sondern ein Mann der Tat. Das gefällt mir, denn dies gilt auch für mich. Statt lange um den heißen Brei herumzureden, wollen wir Entscheidungen treffen. Ja, auf jeden Fall. Genau für diese Kundschaft fertige ich meine Kleidungsstücke an. Männer mit Charakter, voller Entschlossenheit. Ich höre... Oh, aber selbstverständlich. Also, weil du mir sympathisch bist, mein Freund, und weil ich denke, dass diese Djellaba wie für dich gemacht ist und du sie unbedingt tragen solltest, mache ich dir einen einmaligen Freundschaftspreis. Du musst mir versprechen, dass du den Preis niemandem verrätst. Oh, sag doch denn einfach er liegt eine Zahl. weit unter dem sonst üblichen. Ja. Gut, so hör mir zu. Denn ich mache dieses Angebot bestimmt kein zweites Mal. Also, ich überlasse dir diese Djellaba für lächerliche 300 Francs. Ist das ein Wort, mein Freund? Und was für eins. So viel Geld habe ich leider nicht. Okay, das war's vorerst. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Salam. Es ist kein Händler in diesem Geschäft zu sehen. Und leider auch nichts, was ich im Moment gebrauchen könnte. So, jetzt. Der redet so viel und dann die Verabschiedung. Salam. Ja. Boah, okay, es war ein Fehler, zum Textilhändler zu gehen. Tu nicht mehr das, was ich sage. Schlangenbeschwörer. Guten Tag, darf ich kurz stören? Ein Tourist. Assalamu alaikum. Bist du an einer Demonstration meiner Künste interessiert? Eigentlich habe ich keine Zeit, aber vielleicht sollte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Schau genau zu. Achso, ich dachte, jetzt kommt für nur 30 Frau, mache ich das. Ist das eine hässliche Melodie? Oh ja. Tschüss, Schlange! Eine gelungene Vorstellung. Du siehst mich schwer beeindruckt. Danke, CD. CD? Die Musik ist wohl doch schon... Nein, ist sie nicht. Was du da eben auf deiner Flöte gespielt hast, war wunderschön. Danke, mein Freund. Leider wissen das hier nicht alle zu schätzen. Wie meinst du das? Vor kurzem hat man mich vom Bazar vertrieben. Ich darf dort nicht mehr spielen, weil die Händler mir vorwerfen, dass meine Musik die Kunden vergrault. Dabei ist diese Flöte etwas ganz Besonderes. Sie ist bereits seit über 100 Jahren im Besitz meiner Familie und bringt ganz außergewöhnliche Töne hervor. Oh ja, meine Vorfahren waren Nomaden und haben mit dieser Flöte Musik für ihre Kamelherden gespielt. Wie bitte? Für ihre Kamelherden? Du hast ganz richtig gehört. Wisse, dass Kamele sehr sensible Geschöpfe sind, die ihren Herren stets treue Dienste leisten. Für die Nomaden ist das Kamel in der Wüste überlebenswichtig. Daher besteht zwischen einem Tier und seinem Besitzer eine einzigartige Verbindung, die man am besten mit Musik zum Ausdruck bringen kann. Die Kamele spüren die Wärme und Dankbarkeit, die man durch den Klang dieser Flöte ausdrücken kann, und sie werden davon regelrecht angezogen. Ganz anders als diese ignoranten und seelenlosen Händler hier in der Stadt. Diese Banausen erkennen gute Musik doch gar nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu dir, mein Freund. Und den Kamelen natürlich. Ja, die Kamele sind ganz wichtig zu erwähnen dabei. Wegen dieser Flöte. Wollen wir dem jetzt die Flöte klauen? Weiß ich nicht, aber wir fragen ihn einfach mal, wie das mit den Schlangen... Ich wollte schon immer wissen, wie man Schlangen diese Tricks beibringt. Ich meine, wie lange braucht so eine Kobra im Durchschnitt, bis sie gelernt hat, sich derart exakt im Rhythmus der Musik zu bewegen? Nun, ich will ehrlich sein, Fremder.
Wie die meisten Schlangen ist auch meine Kobra komplett taub. Sie hört die Töne gar nicht und folgt lediglich den Bewegungen meiner Hände. Die Musik sorgt aber für die richtige Atmosphäre bei den Zuschauern. Und wieder was gelernt. Juhu. So, wegen der Flöte. Die Geschichte, die du mir über deine Flöte erzählt hast, lässt mich nicht mehr los. Kein Wunder, Sidi. Diese Flöte ist ja auch etwas ganz Besonderes. Kann ich Und sie dir abkaufen? Und es stimmt wirklich, dass die Musik dieser Flöte bei Kamelen eine ganz spezielle Wirkung hat? Allah ist mein Zeuge. Ob ich dich wohl zu einer kurzen Demonstration überreden kann? Nichts für ungut, Sidi. Aber um ein Kamel zu finden, müssen wir wohl die Stadt verlassen. Und meine Beine lassen mich in letzter Zeit immer häufiger im Stich. Wenn dich das Ganze so sehr interessiert, dann borge ich dir die Flöte gerne. Du kannst es selbst probieren. Das wäre einfach großartig. Nicht so schnell, Sidi. Ein altes Sprichwort besagt, gib, dann wird dir gegeben. Wenn ich dir meine Flöte leihe, muss ich Pause machen. Und wenn ich Pause mache, dann meldet sich mein Durst. Schon verstanden. Hä? Okay, ich bring dir was zu trinken oder Du leihst mir deine Flöte, wenn ich dir was zu trinken bringe? So ist es. Okay. Ich gehe dann mal wieder meiner Wege. Salam, Fremder. Salam. So, dann reden wir erstmal noch mit dem Juwelier. Da können wir bestimmt den Ring verhökern. Halt, sag nichts. Lass mich raten. Du bist Engländer. Habe ich recht? Ja, ich bin tatsächlich Engländer. Gut geraten. Oder sieht man mir das etwa so deutlich an? Nein, ich habe vorhin Teile deines Gesprächs mit dem Franzosen im Antiquitätenladen nebenan mitbekommen. Wie kann Jamil dir helfen? Nun, Jamil. Halt, ich weiß es. Du suchst eine edle Halskette für deine Frau? Nein, ein Draufgänger wie du ist noch nicht gebunden. Du möchtest ein kunstvoll gefertigtes Diadem für deine Geliebte, stimmt's? Nun, nein, so oder so, mit Schmuck von Jamil wird deine Angebetete aussehen wie eine orientalische Prinzessin. Und ich mache dir die besten Preise weit und breit. Kauf bei Jamil und du wirst es nicht bereuen. Also, was kann ich für dich tun, Sidi? Ich hab hier einen Schau Ring. Schau mal, Jamil, was würdest du mir für diesen Ring geben? Zeig mal. Eindeutig Gold. Und der Stein scheint auch echt zu sein. Aber ich erkenne deutliche Abnutzungsspuren. Und die Ausführung selbst erscheint mir insgesamt auch nicht sonderlich hochwertig. Versuch nicht, den Preis zu drücken, Jamil. Sag schon, wie viel ist der wert? Schau, Engländer, ich mag dich und will ehrlich sein. Dieser Ring lässt sich in Zeiten wie diesen für nicht mehr als 3 Francs verkaufen. Ah, ziehe ich davon noch Ladenmiete und Unterhalt für meine 7 Kinder ab, bleiben mit viel gutem Willen allerhöchstens 2 Francs, die ich dir für den Ring bieten kann. Aber ich sehe in deiner Auslage sogar Ringe aus Silber, die 15 Francs kosten. Ein mit Weisheit geschmücktes Herz gleicht einem reichen Schatz. Gut, ich gebe dir 5 Francs für den Ring, aber das ist mein allerletztes Angebot. Weil du ein netter Kerl bist und weil wir demnächst Jubiläum feiern, lege ich noch einen Gutschein drauf. Falls du mal eine Halskette reparieren oder ein Schmuckstück auf Hochglanz polieren lassen möchtest, macht Jamil das für dich umsonst. Nun, schlag ein oder lass es bleiben. Ich hasse diese Falscherei. Nein. Also schön, was soll's. Gib mir die 5 Francs. Genügsamkeit ist ein unerschöpfliches Gut. Und vergiss den Gutschein nicht, Sidi. Wow, jetzt haben wir den Ring für 5 Francs verkauft. Die Stücke hier gefallen mir alle sehr gut. Danke, Sidi. Jamil hat das Handwerk von seinen Vätern gelernt und verwendet nur ausgewählte Materialien. Etwas auch nur annähernd Vergleichbares gibt es in dieser Gegend nicht. Davon bin ich überzeugt. Jamil nimmt auch Schmuck in Zahlung. Für einen fairen Preis, versteht sich. Jamil repariert, restauriert und reinigt. Äußere deinen Wunsch und Jamil wird ihn erfüllen. Ich begrüße diese Geschäftsphilosophie. Das klingt falsch. Wie laufen die Geschäfte denn so? Marrakesch ist die Perle der marokkanischen Königsstädte. Und seit dem Ende der Berberaufstände finden glücklicherweise wieder genug Reisende den Weg hierher. Berberaufstände? Ich bin kein Informationsdienst, Sidi, sondern lebe vom Handel mit Schmuck. Ich weiß, und sobald ich das nötige Kleingeld habe, werde ich auch was bei dir kaufen. Okay, alles klar. Bis dann. Ich schaue mich mal noch ein bisschen in der Stadt um. Auf bald, Sidi! Jo. So, dann lass uns mal gucken, ob wir jetzt die Medizin kriegen. Erstmal möchte ich mir doch das Schild Herstellung von Schmuck aller Art. Ankauf, Reinigung und Reparaturen. Schleifen und Polieren von Edelsteinen und vieles mehr. Jamil hat die besten Preise weit und breit. Praktischerweise ist der Text in allen möglichen Sprachen verfasst. Mhm, interessant.
So, Schlangenbeschwörer hat mich. Okay. Ich gehe ja schon in den Antiquitätenladen. Mensch! Hey, du komischer Typ. Muss bestimmt nach hinten gehen. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich hier irgendwas. Okay, nein, ich kann nur nach hinten gehen. Okay. Hi. Oh, guck mal, eine Shisha. Oh. Die ist ja niedlich. Okay. Monsieur Lacoste. Oh, Sie sind's wieder. Haben Sie Monsieur Hayes gefunden? Ja, und deswegen wende ich mich jetzt auch erneut an Sie. Pardon? Professor Hayes hat mich gebeten, ihm seine Herztropfen zu bringen. Es geht ihm nicht besonders gut, wissen Sie. Die Verhaftung, das Gefängnis. Zu viel Aufregung für einen alten Mann. Jedenfalls befinden sich die Tropfen in einer Schatulle und ich... Excusez-moi, Monsieur, aber bevor Sie weiterreden, muss ich erneut betonen, dass ich Ihnen unmöglich irgendein Stück aus diesem Geschäft aushändigen kann, bevor ich nicht alles katalogisiert habe. Hören Sie, der Mann hat Herzprobleme und braucht dringend seine Medizin. Das kann Ihnen doch nicht egal sein. Sie missverstehen mich, Monsieur. Ich bin nicht befugt, Ihnen irgendetwas auszuhändigen. Der Besitz von Monsieur Hayes wurde komplett beschlagnahmt. Ich kann Ihnen allerdings ein Antragsformular geben. In bestimmten Härtefällen dürfen nämlich sehr wichtige persönliche Gegenstände nicht gepfändet werden. Sehen Sie, und ich denke, dass lebenswichtige Medikamente eindeutig zu diesen Gegenständen zählen. Dem möchte ich nicht widersprechen, Monsieur. Aber ich benötige trotzdem eine Genehmigung von offizieller Stelle. Tragen Sie Ihr Anliegen den Behörden vor und lassen Sie sich diesen Antrag abstempeln. Oh. Bürokratie, wohin man auch schaut. So langsam fühle ich mich wie zu Hause. Alles klar. Komm, wegen der Schatulle. Monsieur, was die Schatulle mit den Herztropfen betrifft. Oui, was kann ich für Sie tun? Können Sie vielleicht eine Ausnahme machen und mir die Schatulle sofort geben? Professor Hayes braucht seine Medizin wirklich dringend. Sie werden die Schatulle von mir bekommen, sobald ich den abgestempelten Antrag in Händen halte. Da ist wohl nichts zu machen. Okay, dann geh ich mal. Na schön, wir sehen uns. Dann müssen wir wieder zurück zu den Polizisten. Sobald die Umdrehanimation weg ist. Okay. Und Fenton mit seiner Umdrehanimation begonnen hat. Ja. Düpp. Und nördlicher Ausgang. Das Praktische ist halt, wenn du einen Doppelklick machst, dass der wenigstens dann direkt da reingeht. Ja, so, dass du nicht Antrag, die Animation noch hier, hast. Gendarme. Guten Tag. Was wollen Sie denn jetzt? Bitte den Antrag. Es geht um Folgendes. Ich kenne Professor Hayes ja schon sehr lange und weiß, dass er an einer Herzkrankheit leidet. Auf mich macht er aber einen sehr gesunden Eindruck. Nun ja, wenn er regelmäßig seine Medikamente einnimmt, geht's ihm auch gut. Doch genau das ist der Punkt. Ich möchte diese Herztropfen aus seinem Laden holen. Leider verweigert man mir aber ohne offizielle Genehmigung die Herausgabe, da ja alles gepfändet wurde. Wären Sie also so freundlich, mir dieses Antragsformular abzustempeln? Pardon, wissen Sie, diesen Antrag, also das kann ich leider nicht entscheiden. Aber Sie müssen doch lediglich Ihren Stempel hier drunter setzen. Haben Sie doch ein Einsehen, der Mann braucht seine Medizin. Ich verstehe Ihr Problem, Monsieur, aber hier rumzuschreien hilft Ihnen auch nicht weiter. Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an den Leiter des Departements oder an den Richter. Beide sind morgen wieder in der Stadt. Na, prächtig. Ist das Ihr letztes Wort? Ja, Monsieur. Wie Sie sehen, habe ich zu arbeiten. Entschuldigen Sie mich, s'il vous plaît. Okay. Ich glaube, das bringt das nichts. Das war erstmal alles. Wenigstens im Moment. Dann wünsche ich Ihnen... Okay. Ja, schönen Tag. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, wir machen irgendwas mit dem Auto und dann rennt der raus und dann können wir uns am den liebsten Stempel holen. Würde ich genau. Mich jetzt am Wagen dieses affektierten Schnösels abreagieren. Aber wenn man mich dabei erwischt, lande ich womöglich in der Nachbarzelle von Hayes und meine Suche nach Richard wäre vorbei. Ha. Mit der Kurbel einfach mal drüber kratzen. Muss ich denn erst seine geliebte Karre zerlegen, damit dieser Lackaffe seinen fetten Bürokratenarsch hochbekommt? Hm. Er hat Arsch gesagt. Gar keine so schlechte Idee. Aber etwas subtiler sollte die mutwillige Zerstörung dann doch sein. Okay. Also er will es nicht kaputt machen. Kurbelhalterung. Kann man die auch noch mitnehmen? Die Metallhalterung wird durch die pralle Sonne ordentlich aufgeheizt. Gut zu wissen. Dann müssen wir dann bestimmt irgendwas reinlegen, was schmelzen muss oder so. Ich denke, die Kurbelstange kann ich ruhig behalten. Ach so, okay. Hey,
Hayes. Ich habe mit Professor Hayes bereits alles besprochen. Ja, gut. Tja. Ja, dann müssen wir uns jetzt wohl in der Stadt umgucken, ob wir irgendwas hinkriegen. Können wir ihn bestechen? Schade. Nein. Können wir ihm die Stange einfach über den Kopf ziehen? Das ist gut. Können wir den Antrag selber stempeln? Nein, das geht auch nicht. Also wir müssen 100% den Stempel mitnehmen. Der Gendarm mitnehmen, wird nicht begeistert sein. Zumindest solange er... Ja, eben. Weil, ne, wenn der halt direkt da sitzt, dann macht er das. Ja, das ist doof. Schreibtisch, Stempel, Gendarm. Ha. Wie gesagt, vielleicht sollten wir nochmal in der Stadt gucken, ob wir irgendwas mit dem Geld schon mal machen können. Vielleicht können wir ihn ja freikaufen. Ja, wir können höchstens gucken, ob wir mit dem Hütchenspiel da... Wo geht's denn in die andere Richtung? Weil da unten links müsste ja noch theoretisch Eingang sein. Leider fehlt's mir. Das wäre tatsächlich... Ich brauche aber... Ja, hier geht's noch zum Bahnhof. Dort geht's zum Bahnhof. Ich möchte aber nicht ohne den Professor und das Drachenauge abreisen. Okay, dann gehen wir mal in die Wüste. Okay, da geht er wirklich hin. Interessant. Was ist denn das? Hier scheint der Weg zu enden. Auf dem Schild steht: Achtung, Lebensgefahr. Der Salzsee darf nur mit Hilfe eines kundigen Führers überquert werden. Prima. Natürlich wieder mal kein Führer weit und breit, wenn man einen braucht. Bin ich die Einzige, die das seltsam findet? Mit dem Führer? Ich nehme ein Büschel Heu mit. Ja. Das war sehr zweideutig. Ja. Doch, durchaus. Jetzt haben wir Heu. Hier wartet vermutlich immer der Führer, der einen sicher über den ausgetrockneten Salzsee begleiten soll. Leider ist im Moment niemand zu sehen. Hier wartet vermutlich immer der Führer. Ich wollte das Schild. Mittagspause. Geführte Touren über den See finden heute Abend wieder statt. Warum wundert mich das jetzt nicht? Okay, aber das heißt, wir können bestimmt heute Abend dann nochmal hier hin und... Wenn wir heute Abend noch hier sind. Oh. Was war denn hier? Glitzernde Steine. Okay. Mit der Hand kann ich die nicht abbrechen. Aber mit der Kurbelstange. Damit kann ich sicher einen der Kristalle abbrechen. Es hat geklappt. Das abgebrochene Stück ist in etwa so groß wie meine Handfläche. Ja. Nein, es ist ein Quarzkristall. Ein roher Quarzkristall. Er ist sehr unförmig und schmutzig. Aha. Das ist mir zu riskant. Wird er nicht gehen? Zu dem Zelt, okay. Zelt. Da will er ja auch nicht hin, okay. Das heißt, hier gibt es jetzt leider nichts. Quarz ist ja eigentlich auch ein Juwel. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir den Quarz bei dem Juwelier verkaufen. Ja. Oder den Gutschein, den wir haben. Nicht so. Ja. Dann kann er den nämlich sauber machen und polieren. Ah, ich wusste, dass du wiederkommst. Was kann Jamil für dich tun, Sidi? Ich möchte dich. Hast du Interesse an einem Kristall? Lass ihn mich ansehen, Sidi. Nun, das ist ein gewöhnlicher Quarz. Den findest du hier am Fuße des Atlas in vielen Felsspalten. Er ist kaum etwas wert und dazu noch ziemlich verkrustet. Schade. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, ihn dir verkaufen zu können. Wenn dies dein Wunsch ist, schleife ich ihn dir zumindest ab. Du hast doch noch den Gutschein, den ich dir gegeben habe, oder? Ja, hier ist er. In Ordnung. Dann ist dieser Service für dich natürlich kostenlos. Warte hier, ich erledige das sofort. Ei. Naja, jetzt schnell alles aus dem Laden mitnehmen. Echt mal, einmal so rapsch und die ganzen Ketten mitgenommen. Aber ich glaube, es fällt auf, wenn wir ihm seine eigenen Ketten wieder verkaufen. So, hier hast du deinen Quarz zurück. Ich danke dir, Jamil. Das sieht aus, ich schau mich mal noch ein bisschen. Auf bald, sie. Ja, tschüss. Ja. Was kann man mit einer Linse machen? Wir haben Heu und eine Linse. Oh. Das ist eigentlich zu offensichtlich, aber... Danke. Heu aufs Auto. Ja, das habe ich nämlich jetzt auch gedacht, aber... Und die Linse in die Halterung. Vielleicht musst du erst die Linse in die Halterung machen. Damit er dann irgendwie sagt von wegen, hey, ein Lichtstrahl. Ja, okay, das kann sein. Das der geschliffene Quarz hat ziemlich genau Form und Größe der Halterung. Was für ein Zufall. Oh, schön für dich. Er passt perfekt hinein und wirft nun einen gebündelten Sonnenstrahl auf den Boden. Gut, dann legen wir jetzt das Heu dahin.
Mein Überlegen, wenn ich das Heu hier unter den Lichtstrahl lege, fängt es in wenigen Augenblicken an zu brennen. Dass ein Dienstfahrzeug dann nur einen Meter vom Brand entfernt ist, wird unseren Gendarmen sicher nicht kalt lassen. Vielleicht ergibt sich dadurch ja eine Gelegenheit, doch noch an den Stempel für den Antrag zu kommen. So sieht's nämlich aus. Was riecht denn hier so? Feuer! Es brennt! Was? Nom de Dieu, das Auto. Jetzt geh schnell rein. Ich kann auch nichts Sacre tun. Blöd, das kann doch nur ein dummer Jungenstreich sein. Geh endlich aus. Professor Hayes? Ja? Was ist denn da draußen los? Ein kleines Ablenkungsmanöver. Aber jetzt kann ich nicht aus meinem Versteck. Und was haben Sie nun vor? Sehen Sie den Tisch des Gendarmen? Ja, dort stehen ein Telefon und ein Stempel mit Stempelkissen. Ich bräuchte den Stempel. Kommen Sie daran? Nein, leider nicht. Meine Arme sind nicht lang genug. Gut, dass wir doch die Kurbel haben. Ich überleg mir was. Kurbel. Professor, versuchen Sie mal damit, den Stempel zu sich zu ziehen. Okay. Es hat geklappt. Hier ist der Stempel und die Stange gebe ich Ihnen auch gleich wieder. Gut gemacht. Juhu! Stempel auf Papier. So, jetzt ist der Stempel der Gendarmerie auf dem Antrag. Hoffentlich gibt sich Lacoste damit zufrieden und rückt endlich die Schatulle raus. Hier, Professor. Meinen Sie, Sie bekommen den Stempel wieder irgendwie zurück auf den Tisch? Ich muss ihn werfen. Aber das wird schon klappen. Viel Glück. Sobald der Gendarm wieder reingegangen ist, hole ich Ihre Schatulle von Lacoste. Dim, dim, dim. Oh, unser geschliffener Quarz ist jetzt auch weg. Hat er bestimmt mitgenommen. Ja. Und verkauft ihn bei Jamil für 300 Franc. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder geht er mit zum Hütchenspieler? Ja. Antiquitätenladen. Und einmal nach hinten. Ey, du. Da. Monsieur Lacoste. Oui? Hier ist der abgestempelte Antrag, den Sie verlangt haben. So? Gut, lassen Sie mich kurz einen Blick darauf werfen. Natürlich, der Stempel der Gendarmerie. In Ordnung, Monsieur. Bitte nehmen Sie sich doch die Schatulle mit der Medizin für Monsieur Hayes. Endlich. Danke. Das ist wahrscheinlich die Schatulle. Ich sehe sie schon. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, die sticht voll hervor. In der Schatulle sind die Herztropfen von Hayes. Leider ist sie verschlossen. Okay. Können wir jetzt sonst noch was machen? Nö. Okay. Dann müssen wir ihm die bestimmt geben. Sehr wahrscheinlich. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Stunden später. Professor! Gott sei mit Ihnen. Ich brauche nur meine Tropfen. Nehmen Sie den übrigen Kram wieder an sich. Ich möchte nicht, dass der Gendarme noch misstrauisch wird. Was ist das eigentlich für ein komisches Gerät in der Schatulle? Sie meinen sicher den Aurum-Detektor. Ein befreundeter Physiker hat ihn für mich entwickelt. Er misst mit Hilfe eines schwachen Spannungsfeldes den Goldgehalt von bestimmten Objekten. Ich prüfe damit Artefakte, die man mir zum Kauf anbietet, auf ihren Goldanteil und Wert. Passen Sie bitte gut auf ihn auf, bis ich heraus bin. Es ist ein Unikat, müssen Sie wissen. Okay. Okay. Und damit machen wir jetzt was? Nach Gold suchen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Wüste. Aber dann würde ich sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Dann werden wir mit unserem Golddetektor hier ein bisschen rumwurschteln. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.